darüber, bitte. Beifall auf jeden Fall in Hamburg. Das ist ja auch schon mal ganz schön für einen Bremer. Oder? Ja. Clemens Fritz, schön, dass Sie da sind. Wie sehr wissen Sie momentan eigentlich zu schätzen, dass Sie eigentlich den Traumberuf Fußballer haben? Sicherlich, es ist ganz klar, wir befinden uns natürlich momentan in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich da mit Werder Bremen mal hineinrutschen werde. Aber wir müssen das annehmen und ja, man muss auch durch die schlechten Zeiten durch. Absolut, haben wir gleich noch ausführlich Zeit, drüber zu sprechen. Wie war es gestern Abend nach der Ankunft? Haben Sie mal überlegt, sich mit der Mannschaft vielleicht mal richtig durchzuspülen, mal gemeinsam auszugehen oder sowas? Ja gut, es ist natürlich, ja, nach so einem Spiel saßen wir natürlich alle mit hängenden Köpfen im Mannschaftsbus, wurden dann auch in Bremen von einigen Fans empfangen, die da die Rampe etwas, also die Rampe zum Stadion etwas blockiert haben, was ich für eine sehr, sehr gute Idee gehalten habe. Wir sind dann halt geschlossen als Mannschaft auch vor die Fans getreten, haben mit ihnen gesprochen und danach ist, denke ich, jeder nach Hause gefahren und in sich gegangen. Okay, also ich frage halt deshalb, weil man sich ja jetzt irgendwie, keine Frage, einschwören muss auf die kommenden Wochen. Die Fakten, wir schauen mal rauf, wir können nicht drum rumreden, die sind eindeutig. Ein Sieg in den letzten 9 Spielen für Werder Bremen. Punktemäßig ist Werder so schlecht wie in der Abstiegssaison 1980. Das ist mehr Steffen Hudemann als nur ein kleiner Hänger. Das ist beinharter Abstieg. Oha, ja, aber so ist die Situation bei Werder Bremen momentan. Clemens Fritz ist bei uns. Nochmal kurz zurück zu den Fans, die beiden Herren eben. Die waren ja relativ deutlich. Das gestern Abend klang bei Ihnen so an, das war aber nicht mit wüsten Beschimpfungen. Das war sehr sachlich. Ja, es war wirklich sehr, sehr sachlich, sehr friedlich. Wie gesagt, die Fans, die haben mit uns das Gespräch gesucht. Wir sind noch mit der kompletten Mannschaft dann vor die Fans getreten und ja, haben mit ihnen gesprochen, haben ihnen auch gesagt, dass wir natürlich auch da unten raus wollen, aber dass wir ihre Unterstützung brauchen und dass es nur gemeinsam geht. Stimmt es, dass die Fans dann ja sogar Thomas Schaaf, du bist der beste Mann, gesungen haben da? Ja, das stimmt, ja. Gut, dann waren die beiden Herren eben wahrscheinlich nicht dabei oder der zweite auf jeden Fall nicht. Skala 1 bis 10, Clemens Fritz, wie abstiegsgefährdet ist Werder Bremen? 10 ist sehr. Ja, ich denke, in der momentanen Situation können wir das schon bei ja, 10 ganz klar einordnen. Wenn man natürlich auch gestern die zweite Halbzeit gesehen hat, so dürfen wir nicht auftreten. Sicherlich ist das für alle eine neue Situation, aber wir befinden uns auch nicht erst seit gestern im Abstiegskampf. Und das müssen wir annehmen. Und ich denke auch, dass das deshalb auch von den Fans eine sehr, sehr gute Aktion war gestern. Auch die Verzweiflung in ihren Gesichtern zu sehen gestern, hat, denke ich, doch noch mal in den Köpfen aller Spieler was bewirkt. Die Frage ist natürlich aber, wie Sie es annehmen. Also Sie haben gestern vor den Toren, das klang eben ja auch noch mal an, klare Fehler gemacht. Nun sagt man immer danach, wir müssen diese klaren Fehler abstellen. Ist völlig klar. Aber vom Ganzen, Sie haben es angesprochen, Auftreten her, da war kein Grätschen, nicht mal, auch wenn man das vielleicht nicht sollte, mal ein grobes Foulspiel, da hat keiner mal ein bisschen provoziert, das war kein Derby-Charakter, ist eine Klischeefrage. Aber können Sie denn Abstiegskampf? Also Sie sprechen über einen Abstiegskampf, aber kann die Mannschaft das? Es sind schon Mannschaften abgestiegen, die sich für zu gut gehalten haben dafür. Ja, klar, das hat man natürlich auch letztes Jahr bei Hertha BSC Berlin gesehen. Und das ist natürlich ein Beispiel, was man noch ja, vor Augen hat. Wir können und wir müssen. Ich denke, man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass es geht. Wir haben das Spiel angenommen, auch in der Phase, wo dann das Tor für den HSV fiel, denke ich, hatten wir doch ein bisschen Oberhand, hatten das Spiel im Griff. Kurz vor der Halbzeit. Sehr gefällig, aber so richtig bissig wirkt das auch nicht. Ja, aber man hat natürlich auch die Unruhe im Stadion schon gemerkt von den HSV-Fans. Und da war eigentlich so, wo ich dann auch dachte, jetzt besteht die Möglichkeit für uns. Und dann bekommen wir natürlich das Gegentor kurz vor der Halbzeit, was uns natürlich dann aber nicht passieren darf, dass wir dann in der zweiten Halbzeit so auseinanderbrechen. In den letzten Wochen war es immer wieder so, dass wir den Toren hinterhergelaufen sind. Mhm. Immer wieder in Rückstand geraten sind und das darf uns einfach nicht passieren. Trainerfrage stellt sich natürlich bei Werder Bremen, kommen wir auch nicht umhin. Sie haben gesagt, gerade kürzlich, ich kenne keinen Spieler, der nicht hinter Thomas Schaaf steht. Ist es nach wie vor so? Das ist nach wie vor so. Zu 100% stehen wir hinter dem Trainer. Wir arbeiten akribisch. Er stellt uns Woche für Woche gut ein. Er kann die Tore nicht schießen, er kann die Tore nicht verhindern. Mhm. Er kann mit uns gut arbeiten und das tun wir. Hat er selbst mal die Frage gestellt zur Mannschaft, ob er noch der Richtige ist, dass man sich vielleicht doch mal trennen muss bei so einer Liebesbeziehung, auch wenn es wehtut? Nein, hat er nicht. Das,
Ich glaube, es stand vor Wochen mal in der Zeitung, aber da wird ja auch viel durch die Presse hineingetragen. Es wäre ja schon naheliegend, dass man mal drüber kommuniziert, auch mit dem Trainer dann, ne? Nein, also wie gesagt, da gibt es für uns als Mannschaft auch gar keine Frage. Okay, gut. Unabdingbar ist auf jeden Fall jetzt das viel zitierte Vorangehen der Führungsspieler. Ist ja klar, Sie gehören dazu. Sie sind seit 5 Jahren im Club. Steffen Hudemann allerdings fragt sich, wo sind die Führungsspieler momentan bei Werder Bremen? Sicherlich fatal im Abstiegskampf. Clemens Fritz, Sie waren 2003 mit dem KSC auch schon mal im Abstiegskampf. Sind Sie jetzt der Experte, den die anderen immer zu Rate ziehen? Nein, ganz und gar nicht. Ich denke, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Situation von Hertha BSC. Ich denke, da hat auch jeder gedacht, wir können gar nicht absteigen. Und in der Situation, wie hat der BSC im letzten Jahr befinden wir uns nun? Und, okay, was machen Sie genau? Sie, Mertesacker, Wiese, Frings, Mentaltrainer, hat die Mannschaft engagiert. Ist gleich rausgeplaudert worden, da liegt offensichtlich auch ein bisschen was im Augen. Sind das Sachen, wo Sie sich als Mannschaft zusammensetzen, auch mit unter Ihrer Führung sagen, pass auf Leute, klare Maßnahmen jetzt? Also eins kann ich Ihnen sagen, also wir reden mehr als in erfolgreichen Zeiten. Wir versuchen auf alle Spieler natürlich einzugehen, sicherlich. Solche Dinge dürfen auch nicht an die Öffentlichkeit geraten, wobei da auch wieder viel durch die Presse hineingetragen wurde. Es war nicht so, dass wir da hinter Thomas Schaab oder Klaus Allofs Rücken irgendwas gemacht haben. Sollte doch kein Geheimnis sein. Nein, es waren Dinge, die auch abgesprochen waren. Wir als Mannschaft beschäftigen uns mit der Situation und wollen natürlich auch alle Mittel nutzen, um da wieder hinauszukommen. Und man kann Erfahrung im Abstiegskampf hin und her. Wir müssen einfach den Kampf annehmen und die Leidenschaft in unser Spiel einbauen. Okay, nochmal allerdings natürlich, wenn sowas dann wie auch immer an die Öffentlichkeit gerät. Thorsten Frings war sehr sauer darüber. Das ist ja dann auch keine Überraschung. Wäre ich auch, wenn man da irgendwie interner irgendwie rausgibt. Ist in der Mannschaft denn das soweit in Ordnung? Oder gibt es jetzt wirklich die Suche nach, wer war das, der könnte es gewesen sein? Man fängt jetzt an zu spekulieren. Das wäre tödlich. Nein, also wir beschäftigen uns auch nicht mehr damit. Es wurde sehr hochgekocht. Wir haben uns natürlich intern darüber unterhalten. Und wir wissen alle, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Und ja, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Gut, Clemens Fritz, danke Ihnen fürs Erste. Wir haben gleich noch ein bisschen Zeit, können Ihnen nicht ersparen. Wir müssen natürlich auch auf den Hamburger Sportverein schauen, meine Damen und Herren, auf den Gegner von gestern. Beziehungsweise wir hören mal auf den Hamburger Sportverein. The Giant from Hamburg. Ja, vielleicht wacht er auf. Was hätte das für eine Woche für den HSV sein können? Aber Clemens Fritz, haben Sie am Mittwoch schon bei Werder Bremen gedacht, oh mein Gott, jetzt verlieren die gegen St. Pauli, das ist schlecht für uns? Ja, mit Sicherheit. Optimal war das nicht für uns. Zumal St. Pauli auch mit uns im Abstiegskampf drinsteckt. Durch die Niederlage stand natürlich der HSV mit dem Rücken zur Wand. Ja. Man hat das auch gespürt. Und wir haben das leider nicht ausgenutzt gestern. Vielen Dank für die offenen Worte. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Klasse, dass Sie hergekommen sind, auch nach so einem Spiel. Vielen Dank auch an Ihre Freundin Marie, dass Sie ihn entbehren konnten heute am Sonntagabend. Alles Gute, Clemens Fritz für Werder Bremen. Hoffe, dass die Antworten in die Taten umgesetzt werden können. Dankeschön, Clemens Fritz, meine Damen und Herren. Holger Stanislawski, der Trainer des FC St. Pauli, war sauer gestern. Gut, 0-2 in Dortmund verloren. Da sind andere schon schlimmer unter die Räder gekommen.